Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Elite Dangerous. Ich versuche heute nochmal jemanden zu interdikten. Ich hoffe, dass es dieses Mal klappt. Versprechen kann ich logischerweise nicht, aber wir müssen üben, 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 dass das auch in Zukunft irgendwann mal klappt. So, langsam. Wow, Alter, ist der an mir vorbeigeflitzt. Schnell hinterher. Wo ist er? Gleich ist er. Warum fliegt denn der jetzt Kreise? Will der mich interdikten? So, da ist er. Jetzt muss ich schnell an ihn herankommen. Der darf nicht in die Umlaufbahn von dem Ding. So, jetzt habe ich ihn. Ich hätte das. Wow! Der kämpft! Der kämpft aber richtig. Alter Falter. Perfekt. Und es hat funktioniert. Uhuhu. Guten Tag. Einmal kurz angebounced und Feuer. Was? Ach komm, ich weiß doch, dass der gesucht ist. Energie auf die Waffen geben. Und ab dafür. Oh nee, komm. Wisst ihr was? Ich weiß ja, dass der gerade gesprungen ist. Der müsste eigentlich direkt vor mir sein. Gib Stoff, Baby. Wo bist du, Schweinchen? Muss doch hier irgendwo sein. Wo bist du? Ich hätte vielleicht mal die Welle. Da ist er. Ich hätte mir vielleicht die Welle mal angucken sollen. Du hast keine Chance. Nein! Du bist ein dummer Hund. Der müsste auch gestoppt sein eigentlich. Bist du hier, mein Freund? Hallo? Bist du hier? Nein, ist er nicht. Scheiße. Na gut, habe ich ihn wohl verloren. Schade. Also wieder raus. Ich will jetzt wirklich mal einen interdikten und ihn fertig machen. Soll sich auch mal... Soll ich auch mal rentieren. Ich werde jetzt noch einen Versuch starten. Ich will das jetzt schaffen. Wo ist der Stern? Da hinten. Moment, ich muss ein bisschen weg vom Planeten. So. Und da ist wieder einer. Eine Cobra. Mostly harmless. Ist aber sauber. Oh. Ich will eigentlich niemanden saubern umbringen. Wie gesagt, es bringt mir einfach noch nichts. Ich könnte natürlich trotzdem fertig machen, aber... Na, was heißt, ich könnte ihn trotzdem fertig machen. So eine Cobra ist ja leider nicht so ohne. Da ist jemand. Ist das derselbe? Hallöchen. Den können wir interdikten. Der fliegt aber direkt auf mich zu, oder? Oh, und jetzt ist wieder so eine Signalquelle, aber das ist mir jetzt egal. Ich will den Typ haben. Was ist das hier für eins? Oh, nee, ist eine Viper. Vergiss es. Oder will die Viper den jetzt interdikten? Das wäre halt der Brüller. Bin ich hinter ihm? Nee, ich glaube nicht, dass ich hinter ihm bin, oder? Doch. Ich muss hinter ihn. Verdammt. Und ich wette, die Viper ist... Was ist das? Ah, scheiße, jetzt habe ich den falschen. Und ich wette, die Viper ist, ein System Authority Wessel. Und die will sich denn auch krallen, weil die machen ja so Verkehrskontrollen, sag ich mal.
Komm schon. Komm schon, Baby. Jetzt habe ich dich. Wenn du nicht zufälligerweise wieder direkt auf den Planeten fliegst, bist du fällig. Komm schon. Fast. Hab ich. Perfekt. Und jetzt bist du fällig. Und zwar sowas von. Shit! Der will an mir vorbeifliegen, oder? Dann mach das mal. Nee, scheiße, wo ist der? Oh, bitte nicht wieder rausspringen. Bitte spring nicht raus. Bitte spring nicht raus. Scheiße. Ich verliere ihn. Nein, ich verliere ihn nicht. Und Schild runter. Nein! Das gibt's nicht! Habe ich einen Scanner, der das lesen kann? Nee, fuck. Sicher? Ach, Kacke. Gut. Plan. Kurz zu der Station. Und einen und zwei Scanner kaufen. Mal gucken, ob ich mir die leisten kann und vor allem, wo zur Hölle baue ich die Dinger ein. Mal schauen. Irgendwo werde ich schon noch ein Plätzchen haben. Ärgerlich. Mit dem komischen Wake-Scanner wäre das ein sicherer Kill gewesen und ich hätte mal früher umdrehen sollen. Naja. Man lernt nicht aus. Hoffentlich zerschießen sie mir jetzt nicht das Raumschiff, weil ich doch ein bisschen gesucht bin. Bitte nicht abschmieren, liebes Spiel. Du warst so brav heute Abend. Perfekt. Wobei, noch nicht perfekt. Ich glaube erst dran, wenn es die Folge vorbei ist und es nicht abgeschmiert ist. Vorher glaube ich nicht dran, dass das Spiel brav war. Ich bin ein bisschen schnell. Ach, passt schon. Oh mein Gott. Oh. Perfekt reingepasst. Und hier wird es gerade irgendwie ein bisschen ruckelig von Frames her. Ah. Butter. Butterweiche Landung, ey. Absolut Butter. So. Mal kurz gucken. Kontakte. Kopfgeldbescheinigung. 2200. Sehr gut. Und wie hoch ist mein Kopfgeld? Ganz schlecht. 22.000? Ja. Nee. Danke. Löse ich nicht ein. Schießt ruhig. Ist ja meine ganze Kohle weg. Ich gucke jetzt erstmal nach den Scannern. Alles andere ist mir jetzt erstmal Banane. Moment, wie sieht's mit meiner Reputation aus? Bin ich hier schon irgendwie gestiegen? Ups. Ach. Okay. Dann gucken wir erstmal schnell hier. Wo ist meine Maus? Hallo? Da ist sie. Nein, da ist sie nicht. Schade. Das geht nicht. Ich kann nicht ohne...
ich kann nicht ohne Maus arbeiten. So, jetzt geht's. Wo ist noch Platz? Hier ist jede Menge Platz, aber... Rein theoretisch könnte ich den Basic Discovery Scanner rausschmeißen. Aber die haben hier sowieso nicht das, was ich brauche. Das hier wäre ganz cool. Und die haben hier sogar einen Fuel Scoop. Sehr cool. Brauche ich aber gerade nicht. Brauche ich vielleicht einfach ein Stück größeres Plätzchen? Nee, auch nicht. Sensoren? Auch nicht. Da vielleicht? Nö. Ah, dann haben die wohl einfach keinen Scanner. Und ich bin gerade überlegen, wollen wir einfach mal aufs Abbauen scheißen? Ich komme jetzt eher erstmal nicht dazu, glaube ich. Da könnte man bestimmt noch eine Waffe reinsetzen. Ich verbrauche auch nicht viel Energie. Wisst ihr was? Wir nehmen einfach mal... Warte mal, für was sind eigentlich Torpedos? Alter. Die haben nur einen Schuss. Aber dafür dann richtig, oder was? Hm. Nee. Ich nehme mal sowas mit. Paar Raketchen. Bin mal gespannt. Habe ich, glaube ich, noch nie selber gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Sieht es hier mit Legierungen aus oder so? Oder sowas? Nee, alles nicht da. Schade. Was ich euch letztens schon mal zeigen wollte, aber auch da hat leider... What? 12.000! Für ein paar Raketen! Nee. Kannst du mal haken, ey. Ich kaufe jetzt erstmal 10. Was ich euch letztens eigentlich mal zeigen wollte, hoffentlich geht das jetzt gerade, hoffentlich sind die richtigen Aufträge da. Hier. Mal kurz mal was gucken. Achso, die sind einfach zu groß. Okay. Was ich mal versuchen will, muss ich jetzt mal gucken. Hängt ein bisschen davon ab, wie viel Kohle ich dafür bekommen würde. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Also, meine Strafe, meine Vertragsstrafe ist 1406, weil ich habe letztens, habe ich sehr viel Geld verdient, offscreen, indem ich einfach solche Aufträge angenommen habe. Dann die Mission abgebrochen habe. Und dann die ganze Scheiße einfach verkauft. Auf dem Schwarzmarkt. Ist leider ein bisschen fraglich, ob das jetzt auch funktioniert. Also 1400 hatten wir gesagt, gell? Ja, schade. Und wie man sieht, komme ich leider nicht auf mein Geld hinaus. 1183 kriege ich dafür. Naja, schade, war ein Versuch wert. Hier scheint es nicht zu funktionieren. Nachgepatcht wurde es auf jeden Fall noch nicht. Auf jeden Fall. Mir fällt gerade was auf. Ich glaube. Moment mal. Hä? Warum habe ich denn auf einmal nur noch so wenig Vertragsstrafen? Ach so, ja. Haha, deswegen waren auch meine Vertragsstrafen so hoch. Ah, ich verstehe. Das hat sich aufsummiert, deswegen waren es auf einmal 22.000. Das ist natürlich praktisch. Weil da muss ich die Strafe ja gar nicht bezahlen. Ich habe gedacht, die müsste ich sofort bezahlen, aber so? Scheiß drauf, Alter. Nehme ich gerne noch eine. Habt ihr sowas? Oh yeah. Nehme ich. 5.000 irgendwas. Ach, Moment. Stimmt. Ich muss die ja erstmal abandonen, den Auftrag. Ich bin mal gespannt, wie viel es dafür gibt. Rein theoretisch würde ich 12.700 bekommen. Wenn ich denn wollte.
Ah, das rentiert sich nicht mal richtig. Immerhin gute 4000. Habe ich jetzt logischerweise auf meinem Konto wieder die Strafe drauf bekommen, aber ganz ehrlich, scheiß ich drauf. Naja, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben eine neue Weltquelle entdeckt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüssi.